Hallo, liebe Tiefseefreunde, mit einer neuen Ausgabe von Jurassic World Evolution 2. Ja, wir sind gerade in unserem Hotel und schauen mal ein bisschen raus aus dem Fenster, was wir hier sehen. Ja, die Berge. Ansonsten nicht viel. Aber das ist nicht unser Problem. Das müssen unsere Gäste ja anschauen. Wir machen weiter mit unserem Sandbox-Modus. Werden wir mal ein bisschen die steigern. So. Missionsteam hat wieder Zeit, um zu verreisen. So, weiter geht's, genau. Die nächsten Fleischfresser wollen wir natürlich auch freilassen. Und dann dachte ich mir, wir müssen hier in diesem Gehege, würde ich sagen. Das ist soweit voll. Aber damit uns die nicht die Gäste hier angreifen, dachte ich mir, wir ziehen die Strecke etwas weiter links rüber. Pass auf, jetzt muss ich kurz gucken. Genau, ich brauche eine Beobachtungsstelle und zwar hätte ich die gerne. Geht die hier hin? Nee, geht nicht hier hin, ne? Genau, so doch. Genau, also wir machen eine hier hin und eine machen wir hier hin und da brauchen wir noch einen Weg, natürlich, ist klar. So, und das ist auch klar. So, wo geht eigentlich der Turm? Ach, der geht dahinter hin, ne? Naja. Hier ist aber kein Tor, oder? Nee, das ist schlecht. Tor kommt hier rein. So. Und jetzt müssen wir mal kurz das hier bearbeiten. Ja, tut mir leid. Nee. Strecken. Genau, wir machen das mal ein bisschen weiter rüber. So. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Wir arbeiten. Genau, und dann haben wir nämlich hier versperrt durch Auto, oder was? Warte mal, hier, das ist auch blöd. Der Schlenker hier.
Und was ist das hier? Was soll das sein? Ach, Fotopunkte sind das hier. Okay, ja, warum nicht, ne? Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier sowieso noch mal ein... Das teilen wir ab. Das reicht für zwei. Das ist okay, dann brauchen wir hier natürlich wieder Versorgungspunkte, ist auch klar. Genau. Station 1, Station 2. Dann hier noch ein Tor dazwischen, bitte. So. Dann brauchen wir Wasser. So. Ja, und dann würde ich sagen, wie sehen wir es genau? So, einmal, der hat alles, okay. Brauchen wir eine zweite Unterstützungseinheit, so wird das nichts auf Dauer. Na ja, gut, okay. Verstehe. Pass auf, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir hier noch einen Weg runterbauen, würde ich sagen. Oder wir bauen hier eine Bahn hin. Ja. Wir bauen da eine Bahn hin. Aber gut, so. Schauen wir mal in Fossilien. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Fleischfresser. Nee, geht nicht. Leider nicht. Heißt, vielleicht noch ein Personalzentrum dazu gebaut. So, Personalzentrum, Wissenschaftler. Genau, nehmen wir die mit.
Stufe 5 ist der, sehr gut, ausruhen. So, weiter geht's. Fleischfresser, das wäre das Ideal. Ja. Und der wird dann hier freigelassen. In der Hoffnung, dass er sich verträgt mit anderen. Dann wollen wir mal Eier auswählen. Gibt es eh nur eins. Kann ja nicht sein, dass wir in den Sinn kommen jetzt. Der Indoraptor. Ja, der kommt hier unten hin. So. Hier können wir noch so eine haben wir Zuschauer was? Da machen wir noch einen Weg. Sehr gut. So sollen wir hier freilassen, genau. Nein! Ja.
Dr. Henry Wu gäbe es all das hier nicht. Er ist so engagiert und getrieben wie sonst nur wenige. Ein Tipp? Verscherze es dir mit ihm nicht. Ja, ich glaube nämlich auch. Der Indoraptor. Ein Dinosaurier mit einem Ziel. Er kann in der Dunkelheit sehen und spürt seine Beute mit Echolotung auf. Vielleicht hätte die Natur den Indoraptor irgendwann selbst erschaffen, aber ich bin ihr zuvor gekommen. Gefährlich? Sicher. Ist Wissenschaft aber auch. Ich würde gerne den mal umsiedeln. Warte mal. Lass den mal kurz entwickeln. Schicken, nee, anfordern. Foto. Achtung. Der Freiraum, er ist zu eng hier für den, das glaube ich schon. Pass auf, wir machen es anders, wir werden dem da ein bisschen mehr Gelände geben. Aber wir machen das einfach mal so. Hier soll ja sowieso eine Bahn durchgehen, ne? Wo ist er denn? Attraktionen hier. Genau. Frage ist sowieso, wie die dann fahren wollen, ne? Die Bahn. Wir machen die mal hier hin, würde ich sagen. Und
Wir haben das dann hier. Zaun, bitte wegnehmen. Ja. Genau. Machen wir hier noch einen Zaun hin. Der kommt weg. Hoffentlich fühlt sich dann wohl, oder? Wir haben hier keinen Wald. Fehlendes Wasser. Wasser haben wir jetzt genügend hier, ne? Der hat keinen Wald, warum auch immer. So. Können wir hier den Weg eigentlich durchsetzen, durchbauen? Schröckelt das Ganze. Ja, warum nicht, ne? Problem wird das sein, jetzt, wenn der hier einmal die Tour bearbeiten will. Ja, doch, geht's. Jetzt hier rein. Ja, außen entlang. Hier entlang, genau. Wieder außenrum. Ein Wasser sind wir hier. Moment. So. Das sieht anders aus, die Strecke, als die hier zum Beispiel. Kann ich die irgendwie aktualisieren, die Strecke? Oder will ich jetzt
Ja. Gut, wir probieren es mal so, würde ich sagen. Futterstation haben wir. Das haben wir auch soweit. Genau, dann geht es hier durch. Ne? Genau. So, ja, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Den nächsten Dino, wenn es geht. Und zwar einen Fleischfresser. Haben wir da einen? Neun? Nee. Oh, doch hier. Ja, den werden wir jetzt aber hier reinsetzen, hier, ne? Da. Da kommt der rein. Und ja, wir machen weiter. Fossilien bitte. Ja, können wir auch mal aufbrauchen. So. Personalgebäude bitte. Der muss sich ausruhen. Neun können wir auch hinzufügen. Nehmen wir den da, würde ich sagen. Expedition wieder. Sehr gut. Wir brauchen hier hinten auf jeden Fall noch ein Team, ein Unterstützungsteam, weil sonst wird es auf Dauer nichts werden. Genau, Unterstützungsanlage brauchen wir hier. Setzen wir mal hier hin. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch einen Zaun hin. Damit die ein Tor, damit die da schneller durchkommen. So, den können wir jetzt freilassen, ne? Eier auswählen. Haben wir nur eins. Rex. Okay. Gut. Dann sind wir wieder ein Stück weitergekommen bei Jurassic World Evolution 2. Wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Mir macht riesen Spaß hier. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Ja, und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.